Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zur weiteren Party auf meinem wunderbaren Kanal. Ja, ein paar Tage kam nichts, wieso? Man hört es vielleicht. Ich bin sehr, sehr angeschlagen. Also ich bin wirklich erkältet des Todes und zwar richtig krass. Also ich höre sehr wenig. Ich hoffe, das passt jetzt alles vor dem Verhältnis von Ton und Bild und dies und das. Ich höre gar nichts. Ohne Witz, ich habe Kopfhörer auf und höre fast gar nichts vom Spiel. Als nächstes, wenn ich jetzt währenddessen mal irgendwie meine Nase hochziehe oder kurz einmal huste, dann tut es mir leid. Ich versuche es so gut wie möglich zu unterdrücken, aber es geht halt nicht immer, ne? Und es kann auch sein, dass einfach nach 10 Minuten meine Stimme tot ist. Wir werden es sehen, ich versuche mein Bestes zu geben. Und deswegen wird es jetzt ein Part Curse to Crush geben mit dem wunderbaren Lars. Deswegen drücken wir es mal hier auf 3 Stunden. Wunderbärchen. Ich habe ein paar Kisten hier, die wir uns gönnen können. Ich habe es wirklich geschafft, die ganze Zeit zu zocken. Ohne Witz. Ich bin echt wieder drin. Also, es ist ja wirklich die Planung, dieses Jahr wirklich wieder Gas zu geben, auch mit YouTube und alles Mögliche. Und in diesem Spiel bin ich echt wieder drin. Ich habe, glaube ich, so gut wie es geht, immer alle Kisten mitgenommen, die ich sammeln konnte. Ich habe wirklich komplett, also durchgehend Kisten gesammelt, aufgemacht, dies und das. Hab durchgehend gezockt, alles hier. Dann sieht es auch in der Herausforderung, habe ich auch alles gemacht. Also ich bin echt gut dabei, muss ich echt zugeben. Da muss ich ein bisschen stolz auf mich sein und klopf mir kurz auf die Eichel. Nein, das tut ja weh, oder? Also ich bin echt gut dabei. Das gefällt mir schon mal skilltechnisch. Ich war kurz einmal fast auf meinem Pokalrekord. Auf 4500 irgendwas war ich. Hab aber nicht ganz geknackt. Und dann bin ich halt wieder runtergegangen, ne? Es ist, ja, da bin ich ein bisschen nach unten gerutscht, aber trotzdem, egal. Es läuft ganz gut, das Deck ist ganz geil. Wir öffnen gleich die Kisten, erstmal kurz eine Gratiskiste, ebenso haben wir eine Meisterschaft, die uns auch gleich kurz gönnen werden und kurz rein naschen, was es so wunderbärchen Tolles da gibt. Ich bin gespannt, meine Damen und Herren. Seid ihr auch gespannt, ich hoffe nochmal. So, Gruß geht raus an alle, die dabei sind. Heute ist Samstag, geiles Ding, geiles Brett. Ich bin immer noch krank, scheiße. Übrigens, seit Dienstag oder Mittwoch, durchgehend, dieser Zustand. Jetzt noch dazu kommen, dass ich nichts mehr höre, dass meine Nasen und Nebendinger alle zu sind, aber es ist krass, ohne Witz. Es ist echt krass. Ich hasse so eine Scheiße. Wer ist denn gerne Gelde? Ich zumindest nicht. Zwerg hier. Oh, Neuabstimmung. Achso, ich habe gerade irgendwie was anderes gedacht. Zwerg, Trefferpunkt erhöht, Ballista, Angriff erhöht, Magier, Angriff erhöht um 6%. Wow, Affenpirat, der mit seiner Kacke durch die Gegend wirbelt. Angriff um 9% erhöht. Totenkopfkönig, Skelettgeschwindigkeit von 4 auf 3 geändert. Alles klar, noch mehr. Alles gleich, Leute. Die schauen wir uns jetzt nicht alle an, die Änderungen. Wir werden erstmal kurz eine wunderbare, goldene, große Kiste, eine goldene Kiste gönnen. Was bekommen wir da wunderbar? Ist ein Eiselementar, genauso wie die Bombe. Dann noch hier eine Silberkiste. Jetzt haben wir hier Wunderbärchen. Ach, hier, Stachelstart, du gar kein Ding für den knackigen, wunderbaren King. So. Ich würde sagen, jetzt werden wir eine normale Schlacht machen, dann werden wir danach in der Meisterschaft vorbeilunzen. Heieieiei. Der alte kleine Nekromant, der hier sein schönes weißes Lächeln rauspackt. Was? Dr. Best zu viel dir in die Eichel. Warum? Was habe ich mit meiner Eichel? Keine Ahnung. Zu viel, ne? In die Kauleiste geklebt. Alles Klärchen. Ja, sieht lustig aus, das Emote. Gefällt mir. Aber wir sind gespannt. Wir werden natürlich erstmal mit dem normalen Links zocken und wenn ich gut dabei bin, vielleicht auch das Meisterturnier. Aber ich habe bislang noch nichts gewonnen, weil ich ja keinen Skill habe. Ihr wisst Bescheid. Deswegen, ja. Ich war, also die Leute, die vielleicht meine Videos gesehen haben, wo ich richtig aktiv noch YouTube gemacht habe, so knapp vor eineinhalb Jahren, und auch richtig erfolgreich war, mit Anführungsstrichen bei YouTube, was ich hoffe, kommt wieder, ne? Man glaubt ja immer, ne? Also ich werde natürlich mein Bestes geben und dieses Jahr wird wieder mein Jahr. Dieses Jahr werden wir wieder voll angreifen bei YouTube und locker, easy. 200k Abonnenten ist ja ein Witz dieses Jahr. Richtiger Witz. Ich habe tatsächlich sogar einen Vorsatz mir gemacht für YouTube dieses Jahr. Hi. Werde ich noch nicht ansprechen. Habe ich das schon mal gemacht? Wenn ja, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal ansprechen. Zumindest zu der Zeit war ich gut. Ich war wirklich gut. Also ich habe echt viele krasse Sachen gemacht. Auch bei diesem Spiel. Ich war Top 200 öfters, Top 100 in Deutschland. Das war echt krass. So, hier gehst kaputt, war Junge. Gehst du kaputt, bist du kaputt. Und das war echt gut. Und ich glaube, wenn zu der Zeit die Turniere gekommen wären, die Meisterschaft-Dinger, wäre ich echt gut dabei gewesen. Aber leider war das eine andere Zeit. Er switcht. Er switcht. Let's switch it, baby. Let's switch it. Guck mal, ich hab einen Phoenix. Junge, der Phoenix auf der Lane, der zerstört dich. Was ist denn verkehrt mit dir? Da kommt ja der Phoenix, wa? Oh, er switcht. So ein verdammter Drecksack. Egal, wir haben zweimal noch Wildwind auf der Hand. Und eine Bombe, die ist schon mal gut, bevor er ein Schild draufballert. Machen wir kurz die Bombe, das ist gut. Oh, oh, zurück. Dankeschön. Machen wir kurz den da rein. Das wieder zurück. Und gleich wieder Switch. Oh, 9er Ausflächen. 9er ist nicht schlecht. Eieiei. Recover. Oh, eingefreezed. Jetzt habe ich gerade ein paar Probleme. Richtig harte Probleme. Also oben werde ich, denke ich mal, den machen. Das passt. Das schicke ich wieder zurück. Das passt auch.
Madame lebt noch in der Mitte. Ich bin mal zu voreilig. Ich hab keinen Bock auf ein Schild. Direkt damit, dankeschön. Ja, oh, ich brauche einen Drachen. Ich brauche einen verdammten Drachen. Ich hab's sonst verkackt. Das dauert noch lange, bis ich den Drachen aufschiebe. Oh, Das sieht nicht gut aus. Das könnte die Niederlage werden. So, einmal kurz alles zurück. Dankeschön. Da kommt der nächste Wirbelwind. Auch nicht ganz so geil. Wir schicken gleich den nächsten Drachen. Nächster Drache, dankeschön. So. Heieiei. Holy shit. Holy shit, war ich nur. Nein, er switcht die Lane. Die Schwarzhexe wäre in der Mitte eh nicht durchgekommen. Oh, dieser Standartenträger, ne? Ich hasse ihn ohne Witz. Ich würde gerne meinen ganzen Schleim aus der Nase nehmen und ihn. Ich wollte schon wieder Eichel sagen, in sein Ohr reinballern. So ein Drecksack. Oh. Man muss echt mehr warten. Das ist echt so, so diese Decks, diese hier. Eigentlich kann man die so easy besiegen. Solche Kollegen mit so einem Deck. Aber man, ich bin so ungeduldig. Oh. Einfach immer eine Millisekunde länger warten, ob ein Standartenträger kommt oder nicht. Dann hat man easy gewonnen. Aber nein, ich mache es einfach nicht. Warum? Weil ich ein Noob bin. Nein. Keine Ahnung. Das war halt doof. Oder das ist bestimmt so ein ich gehe nur auf Face-Gedöns. Egal. So, wir spielen, guck mal. Zumal diese beiden hier schon mal eine richtig böse Kombination. Eine richtig böse Kombination. Flächenschaden werde ich dazu, glaube ich, nicht packen, sondern ich werde den Phönix nach oben packen. Warum? Weil sonst sowas kommt, was natürlich ziemlich eklig ist. Ja, scheiß drauf. Mach weg den Rotz, ist mir egal. Ach, hör doch auf mit so einem Blödsinn. Warum machst du immer so einen Blödsinn hier? So eine Bombe da könnte ich jetzt machen. Ich warte lieber ab. Der Phönix will jetzt auf jeden Fall regeln. Das passt. Ha. So, eine Bombe hätte ich hier am Start. Da. Was soll das denn? Was habe ich dir getan? Jetzt werfe ich ja die Bombe kaputt, mach ich jetzt hier. Tschüss. So. Dann kommt der Kollege, dann zocken wir hier Madame rein. Madame kommt, Madame gönnt sich auf jeden Fall die Kollegen hier alle. Wie, Madame stirbt? Hi. So viele Hits. Wow. Oh, das Lärchen, der hat ein sehr hohes Level von seinen. Oh, 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 Queen, hör auf, hör auf. Ah, shit. Egal, passt schon. So, machen wir das so. Hi. Das sollte reichen, hoffentlich. Dann warten wir noch kurz. Dann zocken wir den da rein. Das passt auf jeden Fall. Da wurde reingewirbelt. Ich habe schon wieder Probleme, sehr harte sogar. Die schicke ich zurück. Da kommt ein Drache, ich pack's nicht, oder? Oh, ja. Willst du mich komplett verarschen, Spiel? Willst du mich komplett verarschen, Spiel? Was hab ich dir getan? Ich brauche irgendwie Flächenschaden für die Mitte. Es reicht nicht! Das gibt's doch gar nicht! Oh, ich wollte mir easy eben eine Kiste gönnen und jetzt passiert das hier. Oh, Leute. Immer dieser Vorführeffekt im Video, jedes Mal. Ich hatte das gestern aber auch, da habe ich gezockt bis zum geht nicht mehr und da habe ich richtig kassiert die ganze Zeit. Ich habe es endlich geschafft, ich war auf meiner Pause auf Arbeit, habe ich nicht geschafft, einen Sieg zu bekommen. Bin irgendwie mit 200 Pokalen Minus rausgegangen, dachte mir, YOLO, was ist hier los? Ich muss mir erstmal gleich, keine Ahnung, einen Schuss setzen oder so. Ach, wie kann man denn so viel Glück haben, dass die genau da auftauchen? Wie kann man so viel Glück haben? Ich verstehe es nicht. Hört mal auf mit so einem Blödsinn, ist denn verkehrt mit euch? Diese ekligen Rush-Decks, ne? Sind richtig eklig. Ich hasse sie eigentlich. Ich hasse sie sehr. So. Jetzt hör auf, hier rum zu rushen. Jetzt schickt ihr auch einen 7er hier rein. Das verkehrt mir. Ich hab nichts getan. Ich hab dir nichts getan, Junge. Nix hab ich dir getan. Leckt sie auch noch. Ne, doch nicht. Der Phönix gönnt sie nochmal einen 6er. Natürlich, bevor sie down gehen. Meine Fresse hier. So, bitteschön, noch wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Fight for your queen. Bow to the king. Naja, hab ich keinen Bock drauf. Was auch immer, hör auf. Hör einfach auf. Hör auf. Eieiei, ein Zehner auch noch auf dem Deckel. Nicht so geil. Ich hätte jetzt gerne einen Drachen. Komm schon, bevor der kaputt geht.
Oh, das Ei lebt noch, sehr gut. Da kommt noch mal einer. So, das wird gut. Jo, schreibt die ganze Zeit Ups und so, ja. Und meint, der wäre der krasseste und würde mich aber vernichten. Am Ende gewinne ich halt eh, ne? Warum? Weil ich mega geil bin. Das ist halt die übertriebene Demütigung, wenn wir so einen arroganten Drecksack jetzt hier vergenussferkeln und zwar richtig hart in sein dreckiges kleines Gesicht. Ich würde es feiern. Ich würde es sogar sehr feiern. Und das sieht gut aus. Das können wir gewinnen, das Ding hier. Das können wir locker gewinnen. Gar kein Ding für den knackigen knusprigen King. Guck mal, hier noch ein Drache, Junge. Noch ein Drache jetzt. Oh, ich wollte in der Mitte zocken. Der Drache. Oh, scheiße. Egal, passt trotzdem noch. Ich habe einen Wirbelwind. Das reicht. Ich habe einen Wirbelwind. So, spielen wir kurz den Heal da oben rein. Das passt auf jeden Fall. Da wird geswitcht. Ist mir egal. Spielen wir kurz hier. Wir haben zwei Drachen auf einer Lane. Madame noch rein. Wer will's denn machen, Junge? Warte. Ups. Upsala! Demütigung oder was? Oh, jetzt spammst du die Maus. Warum? Weil du versagt hast. Ne? Das sind immer diese Arroganten. Am Ende verkacken sie. Jetzt ist hier los mit dir, Junge. Jetzt habe ich wenigstens eine Kiste gesammelt in 10 Minuten. Läuft bei mir. So, zur Meisterschaft. Ich bin jetzt eingezockt. Werde teilnehmen. Und werde natürlich mein Deck spielen. Ja, halt die Schnauze. So, Deck 1 war es, glaube ich, oder? Hier. Habt ihr gesehen? Es kann funktionieren. Let's go. Drückt mir die Daumen, meine Herren. Es ist sehr früh am Morgen noch. Für einen Samstag auf jeden Fall. Es ist 11.14 Uhr. Na gut, sehr früh ist es nicht, aber 11.14 Uhr auf dem Samstag. Da sind krasse Boys nicht am Start. Obwohl, gerade die waren auch gut. Aber wir werden das sehen. So, schon mal ein akzeptabler Start. Schön Madame in der Mitte. Sir Benson, du bist mein erster Kollege. Wo kopierst du denn meine? Hör doch mal auf, so ein Blödsinn. Aber besser so als was anderes. So, spielen wir kurz den Felix da rein. Das passt auf jeden Fall. Instant Heal rein. Instant Heal. Was verkehrt mit dir? Na, hör mal auf. Hör mal auf, Junge. Hör mal auf. Hab ich keinen Bock drauf. Hab ich gar keinen Bock drauf hier auf so einen Scheiß. So, bitteschön. Er bufft die wieder. Ich habe zur Not noch Madame am Start. Also, das passt auf jeden Fall. So. Da heilt er, alles Gleichchen. Da freest er auch noch. Mach mal kurz ein Ei raus, denn dann mach kurz ein Ei. Schaffst du ein Ei? Ei ist raus, wieder Schuss. Dankeschön, da freest er wieder. Ja, mach doch, Junge. Wenn du Bock hast, kannst du freezen. Nehmen wir den kurz. Tschüss, auf Wiedersehen. Hau rein, Bro. Machen wir das kurz. Also, ist schon krass, ne? Also, das spielt er schon gut, ne? Also. Oh, der ärgert sich. Der ärgert sich richtig. Der ärgert sich richtig. Aber warum schickt er auch den Metamorph natürlich rein, um sich die Heilerin zu machen? Was ist denn los mit dir, mein Freund? Was ist denn verkehrt mit dir? Weißt du nicht, wie das Spiel funktioniert? Hui, das war ein guter Win. Das war echt ein guter Win. So, so kannst du bitte weitergehen in den nächsten 9 weiteren Games gegen so welche. Dankeschön. So, ich habe die behindertste Hand ever von meinem Deck und das sieht schon mal scheiße aus. Holy shit. Oh Gott, nein, nicht diese Starthand. Das ist locker einer der... Oh Gott, nein. Holy shit. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Diese Hand. Diese Hand. Wir mit der Enzel zurück. Alles klar, läuft bei ihm. Eieieiei. Läuft bei ihm und nicht bei mir. Gleich ein Drache raus. Warum? Kann man ja mal machen. Wenn man Bock hat, kann man es ja gleich machen, ne? Und Meteor drauf. Alles klar. Was bei dir? Oh, ich hab jetzt schon verkackt, ne? Eins und krieg ich zumindest weg. Holy shit. Ich hab so hart verloren. So, kriegt der Drache noch weg? Keine Chance. Er startet mit zweimal dieser Handfest nochmal Mana gedönst und ich komme mit nur Scheiße raus. Hast du keine Chance. Ja. Natürlich gehen wir natürlich noch, aber werden noch eine Runde fortsetzen, selbstverständlich, aber das war schon eklig. Also, das war definitiv ziemlich eklig. Das war ziemlich eklig. Hei, hei, hei.
Das ist halt immer auch das Problem, was ich finde bei diesem Spiel. Die Starthand. Also wenn du keine vernünftige Starthand hast, hast du zu 90% immer verkackt. Immer. Hi. Man sieht es jetzt wieder. Ich habe einen Drachen auf der Hand. Ich habe Madame auf der Hand. Das sind zwei Karten, die eigentlich Endgame-mäßig bei mir sind. Aber ich kann halt... Ne, also ich brauche irgendwas. Jetzt brauche ich Flächenschaden. Jetzt bin ich wieder im Arsch. Habe ich nicht. Aber schafft er, glaube ich. Ich habe ja Flächenschaden dahinter. Nee, hör mal auf. Hör mal auf mit so einem Blödsinn. Da habe ich keinen Bock drauf. Bombe reicht nicht. Und dann ist so. Reingehauen, Bro. So, der switcht gleich. Deswegen machen wir das so. Wo ist der Ugaga dahinter? Bombe rein. Dankeschön. Gut geswitcht. Wunderbar. Jetzt warte ich, ob noch irgendwas kommt. Flächenschaden. Wir machen hier oben den Phönix rein. So, hier ist natürlich, habe jetzt ein Problem. Jetzt kann er in der Mitte, wenn er jetzt irgendwie Flächenschaden macht oder so, ist natürlich böse. Komm, Junge, schaffst du. So, noch eine Statue rein. Ich habe Angst, dass er stirbt. Aber ist überlegt, oder? Da ist aber Heal ist weg. Egal, Madame rein von der Seite. Da oben noch was rein. Leute, so läuft das halt. So kann es funktionieren. Dankeschön. 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 Seht ihr, da hast du einmal eine Hand, womit du arbeiten kannst und direkt kassiert er. Sehr schön. Da klebe ich an seiner kleinen Nuss. Heute ist die Nuss auf jeden Fall am Start. Richtige Walnuss. Sehr gut. So kann es funktionieren. Schön, schön, schön. Zwei. Dritte Runde. Starten. Das könnte ein längeres Video werden. Die Frage, ja gut, die Frage ist, wie lange gekommen. Also ich werde, vielleicht auch einmal werde ich das neu ersetzen. Aber sonst gehen wir raus, ne? Weil ich habe halt dicke Sitzen hier. Sieht aus, als könnte ich Geld kacken, aber was hier? Weiß ich, was die Scheiße ist. Obama werde ich wieder ins Weiße Haus, Junge. Nein. So, komm. Hi. Okay, Recover ist am Start. Recover. Gefreezed. Was ist denn verkehrt mit dir, Junge? Das war so klar, ne? Dankeschön. Let's switch. Das ist ja hier da vorne, das wollte ich gar nicht. Okay, hat viel in der Mitte. So, das ist in der Mitte. Das ist ja schon mal alles weg, sein ganzer Damage. Das gefällt mir. Jetzt muss natürlich unten reagieren. Gefreeze hat den Eiskolem drin. Okay, das ist natürlich wieder ein Easy Win jetzt hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Seht ihr, so kann es funktionieren. Das Wichtigste, wie ich finde, bei diesen Deck ist wirklich... auf deinem Phönix zu achten. Wenn du deinen Phönix hochbekommst, das steckt Deck so mega stark und du hast sehr viele Möglichkeiten. Deswegen, eine Goldkiste kriegen wir gleich. So läuft der Hase hier. Sehr geil. Vierte Runde, weiter geht's. Schön, schön, schön. Das eine war ein Ausrutscher. Das war nur ein kleiner, minimaler Ausrutscher. So, ist wieder eine Scheiße, ne? Also gleich zum Anfang wieder den Kollegen hier ziehen. Drachen ist immer kacke bei dem Deck, aber wirbel ich gleich zurück. Ne, ich spiel Phönix rein. Eine Bombe weggemacht, natürlich jetzt ziemlich eklig ist. Die. Die. Ich warte, er könnte wieder switchen. Er könnte wieder die Lane switchen. So, was wieder zu früh, switcht er die Lane. Switcht er die Lane? Switcht er nicht. Okay, sieht gut aus. Er hat die Lane nicht geswitcht, damit kann man arbeiten. So, den Kollegen da kurz rein. Da kommt wieder Mr. Die. Jetzt ist er geswitcht. Jetzt machen wir den kurz. Jetzt switcht er wieder, alles klar. War kein Problem. Tschüss.
Wie, er kopiert sich mein Phönix? Sein Ernst? Jetzt gewinnt er mir Glück hier oder was? Wie kann er so viel Glück haben und einfach mal mein Phönix sich klauen? Alter, wie die Statue sich bewegt. Lustig. Ups, jetzt habe ich was gesagt. Ich meine, egal. Sieht trotzdem noch gut aus. Sieht noch gut aus. Ja, sieht noch sehr gut aus. Ja, die Statue nochmal kopieren. Wenn die an sich bewegen die ganze Zeit. Ja, soll ich den Drachen noch spielen? Dann brauche ich gar nicht, ne? Haben wir gewonnen. Schön. Heieiei. Das hat er nicht gut gespielt. Aber trotzdem fast noch mit dem Metamorph, weil der Glück des Todes hat hier noch was rausgerissen. Aber am Ende gibt es einen makellosen Sieg. Warum? Weil wir können gar kein Ding für den knackigen, knusprigen King namens uns. So. Oh, krieg ich dann schon so ein Emblem? Das ist cool. Oh, gibt's schon eine große Kiste. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also natürlich, das Emote wäre natürlich des Todes geil. Ich würde ausrasten einfach nur. Oh, ist wieder einer, ne? Einer, der keine Seele besitzt. Alle auf Taiwan. Kennt ihr die South Park-Folge? Sag ich, glaube ich, 1000 Mal. Aber es könnte eine gute Hand sein. Ich brauche jetzt irgendwie noch was, um meinen Phönix am Leben zu halten. Irgendwas Geiles noch für meinen Phönix, bitte. Dankeschön. So. Gleich geswitcht, interessant. Gleich wieder geswitcht, alles klar. Läuft bei ihm. Mr. Switcher. Natürlich perfekt hier. Ich hoffe, er macht man einen nicht kaputt irgendwie. Hör auf. Ich werf eine Bombe, ich habe keinen Bock auf den. Also der halt. So, wird geswitcht, das passt. Schicken wir den Kollegen kurz rein. Machen wir das noch kurz drauf. Eieiei, hör doch mal auf mit so einem Blödsinn. Nein! Ach, kriegt man eigentlich. Holy shit. Ich brauche irgendwas, um das zurückzuwirbeln oder so. Ich krieg das oben nicht verteidigt. Jetzt krieg ich es unten nicht verteidigt. Holy shit, euer Ernst? Meine Fresse, das gibt es nicht! Oh. Wieso Spiel? Seht ihr wieder dieser Standarten-Fucking-Träger? Ja, nein. 160? Nee. So viel hab ich gar nicht. Was ist das hier? Ja, schade. Schade, schade. Ich hätte gerne die große Kiste noch kassiert, beziehungsweise Emblem. Hätte ich denn ein Emblem bekommen auf mein Charakter drauf? Oder wie läuft das? Oh, hier, Nekromantenmeisterschaft habe ich schon mal gespielt. Schlammmeisterschaft, da habe ich dieses andere Emblem bekommen. Schade, schade, schade. Kein Sticker freigeschaltet. Ja, muss ich ja noch ein bisschen üben. Man sieht es mit Pech am Ende, ne? Wir schauen kurz in den Shop. Da gibt es ein Sonderangebot von Nekromanten natürlich. 110 Euro, was denn sonst? Und sonst, hier gibt es... Oh, ich kann sogar den Nekromanten kaufen. Cool. Kann ich erstmal machen, wenn ich Bock habe. Ja, ich habe sogar so viel Gold. Habe ich ja auch nicht. Fuck, ich habe gar nichts. Ich will einfach nur pleite. Weißt du, dieses Spiel will einfach nur, dass ich Geld ausgebe. Ich sage nein, ich werde jetzt eine große Kiste öffnen und da den Nekromanten rausziehen. Los! War der episch oder legend? Ich habe keine Ahnung. Starre Statue. Gift. Der schwarze Ritter. Schade. Egal. War trotzdem ganz lustig, Leute. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal probieren. Und von vorne anfangen bei der Challenge. Ich bin gespannt, was daraus wird. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da. Ist ein sehr, sehr langer Part geworden. Deswegen... Ja, es hat geklappt mit der Stimme. Ich hoffe, war trotzdem okay, nicht ganz so emotional und so krass wie sonst, weil Stimme, ne? Wisst Bescheid. Haufen super nicer Boys and Girls. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.